Hallo, ich grüße euch zum fünften Teil unserer Fortsetzungsreihe über die Geschichte und die Vergangenheit der Wahlen und des Wahlbetruges in DDR und BRD. Wir wollen uns heute nochmal mit einer kurzen Zusammenfassung in Erinnerung rufen, was wir zusammengetragen haben. Wir kommen also aus der Zeit unmittelbar vorm Sturz des Kaisers, als der Unmut im Volk aufkochte und es dazu führte, dass der Reichstag das Verwaltungsgeschäft übernahm und dass der Kaiser bestimmt hatte, wenn es ihm nicht mehr gut geht, wenn er krank wurde oder wenn er Regierungsgeschäfte nicht mehr machen konnte, Enver Weser einzusetzen war. Und den hatte der Kaiser auch bestimmt und der hätte dann, wenn es ihm also nicht gut ging, hätte er dann die Regierungsgeschäfte übernommen. Und da war immer eine Vertrauensperson benannt worden, die diese Tätigkeit dann übernimmt. So. Und diese Vertrauensperson war berechtigt, Verträge zu ändern, Gesetze zu unterschreiben und die Außenbeziehungen des damaligen Kaiserreichs zu den anderen Staaten aufrechtzuerhalten und für die innere Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Er hatte also sozusagen eine absolute Befehlsgewalt. Der Weser ist heute ein Begriff, der kaum noch in Gebrauch ist, bedeutet so viel wie Verwalter mit besonderen Vertrauensverhältnis zu dem Kaiser. So, und dieser Verweser durfte also Notstandsleiter entlasten. Es gab also zwei Möglichkeiten. Entweder der Verweser hat jemanden bestimmt, der in einem bestimmten Bereich eine notstandsrechtliche Befugnis hatte. Oder jemand hat einfach, weil eine Not gerade vor Ort war, die Initiative ergriffen und dann hat der Verweser diesen Notstandsleiter entlastet. Und wenn die Entlastung passiert ist, war das so, als hätte der Notstandsleiter ein Gesetz gemacht. Mit der Entlastung wurde sozusagen die Anordnung, die der Notstandsleiter gemacht hat, zum Gesetz. So, das ist wichtig im Zusammenhang mit dem Stag und dem Rustag. Wir wissen, hat also der Kaiser das Rustag entworfen, niedergeschrieben, es beschließen lassen, unterschrieben und in Kraft gesetzt. So, und dieses Gesetz gilt. Später hat dann die Weimarer Republik und deren Nachfolgeorganisation dieses Staatsrecht verändert. Und in der heutigen Gestalt ist es also das Stag. Und nun müssen wir überlegen, wenn das Stag einen Staat definiert, der Staat aber noch existiert, obwohl er nicht handlungsfähig ist, weiß man, dass wenn im Ausfertigungsdatum des Stag ein Datum aus dem Kaiserreich steht, und zwar vom gleichen Tag wie das Rußtag, und dass die Bundesrepublik gemacht hat, dieses Stag. Und zwar am 28.08.2013 mit dem Ausfertigungsdatum vom 22.07.1913, weiß man also, dass es sich hier nicht um ein kaiserliches Gesetz gehandelt haben kann, sondern um eine notstandsrechtliche Anordnung. Nun muss man wissen, Notstandsleiter haben nur die Befugnis, die unmittelbare Not abzuwenden. So, sie können also nicht sich gegen das Gesetz aufstellen oder gegen die kaiserliche Politik handeln. Und insofern war es also nicht möglich, mit einer notstandsrechtlichen Anordnung, wie das Stag ja eins sein muss, weil es ist ja nicht erklärbar, dass die Bundesrepublik ein Ausfertigungsdatum vom 22.07.1913 erzielen kann. Sie hätte ja das Gesetz ins Kaiserreich zurückbeamen müssen, der Kaiser hätte es neu unterschreiben müssen, hätte der Kaiser das wieder zurückbeamen müssen und dann hätte es im Bundesgesetz dann veröffentlicht werden können. Sowas ist eine juristische Unmöglichkeit. Also man sagt, die Kausalitätskette ist nicht geschlossen. Es gibt aber anscheinend niemanden in der Bundesrepublik, der das juristische Wissen oder die Kompetenz hat oder den Willen hat, dieses endlich mal zu erkennen und dieses Konstrukt, dieses notstandsrechtliche Konstrukt dann auch mal zu löschen aus dem Gesetz, weil es die Kausalitätskette nicht erfüllbar ist. Man kann also noch so viele Änderungen des Stags beschließen, man wird diese Lücke zum Rußtag nie schließen können, weil es keine Entlastung geben kann. Eine Entlastung kann nur ein Verweser machen und ein Verweser ist immer eine Vertrauensperson des Kaisers gewesen und wird es auch immer sein. So. Um also überhaupt diesen Staat handlungsfähig zu machen, wäre es also nötig, erst einmal einen Verweser zu wählen. Dann kann man sich natürlich vorstellen, die Grenzen von 1914, das geht also, wenn man sich das auf der Karte anguckt, hinten bei Polen lang, oben Danzig, oben Ostsee, dann in den Altbundesländergrenzen, Elsaß-Lothringen käme noch mit dazu, was also angeblich aus dem Versailler Diktat abgetreten worden sei.
Und dann schließt sich das über Sachsen hinten wieder die Grenzen. So. Und kann man ja im Internet mal gucken, wie das dann ausgesehen hat. Und diese Grenzen müssten bei einem Friedensvertrag wiederhergestellt werden. Also man spricht ja nicht von den Grenzen der BRD und DDR, sondern man spricht von den Grenzen des Ersten Weltkriegs. Weil zum Ersten Weltkrieg gibt es keinen Friedensvertrag. Der Kaiser und auch der Weser haben den Versailler Diktat nicht unterschrieben. Man liest viel im Internet, dass der Max von Baden, der damals eine Rolle gespielt hat, angeblicher Verweser sei. Aber man kann sich natürlich schwer vorstellen, dass der Kaiser als Vertrauensperson jemand ernennt, der direkt an seinem Sturz beteiligt war. Also der kann niemals das Vertrauen ausgesprochen bekommen haben. Und derjenige, der wirklich Verweser war, der hatte sich geweigert, irgendetwas zu unterschreiben, sei es die HLKO oder sei es Versailler Diktat. Das hat er abgelehnt und deswegen wurde er auch umgebracht. Und das ist ein sehr deutlicher Beleg dafür, dass sich Max von Baden oder auch der Friedrich Ebert sich selbst ermächtigt haben. So, es kann also hier nicht ein ordentlicher Legitimationsübergang erfolgt sein. Und man hat einfach weitergemacht. Man hat also nie hinterfragt, ist denn das, was damals passiert ist, eigentlich rechtens gewesen? Ist es denn zu einer demokratischen Willensbildung gekommen? Ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung denn jemals hergestellt worden? Und ich habe da allergrößte Zweifel und aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war nie der Fall. Also seit dem Sturz des Kaisers hat es keine freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland gegeben und die ist auch heute nicht erfüllt, weil wir haben keine ordentliche Besetzung der Gerichte, wir haben keine ordentliche Besetzung der Wahlkommission, wir haben keine ordentliche Besetzung des Bundesrates, das ist alles durch Parteienkonstrukte besetzt und die sind untereinander befangen. Wenn zum Beispiel, wie es bei der Wahlkommission der Fall ist, die Parteien, die Mitglieder der Wahlkommission bestimmen und diese dann in eigener Sache über ihre Mandate oder über die Mandate ihrer politischen Gegner entscheiden sollen, kann es nur zu einer befangenen Sitzung kommen. Und laut Wahlgesetzgebung ist eben die ZBO für das Verfahren zuständig. Und da kann es nicht sein, wenn ein Befangenheitsantrag gestellt wird, dass der Bundeswahlleiter einfach drüber hinwegsteigt. Und dass er das gemacht hat, kann man in den zwei Videos vom Bundeswahlleiter von der Europawahl ja sich mal selber angucken. Da gab es an mehreren Stellen falsche eidesstattliche Versicherungen. Es gab im Falle der Rentnerpartei, dass ein gegnerischer Flügel, also die schon lange aus dem Bundesvorstand entlassen waren, eine Liste eingereicht wurde und die dann in Konkurrenz zur eigentlichen Rentnerpartei die Wahlunterlagen bestätigt gekriegt hat, obwohl Gericht ganz klar gesagt hat, dass das illegal zustande gekommen ist. Das hat auch den Bundeswahlleiter nicht interessiert, aber also nicht zu bewegen, anzuerkennen, dass hier ein grundlegender Fehler in den Wahlunterlagen bestanden hat. Und wenn also eine Befangenheit erklärt wird, muss die zunächst behandelt werden. Dann muss also eine übergeordnete Instanz entscheiden. Und da wäre die einzige Möglichkeit gewesen, einen Notstaatsanwalt zu bestellen und der hätte dann eine Entscheidung treffen müssen. So. Wenn der Bundeswahlausschuss sagt, über ihm ist nur der Himmel, dann kann das irgendwie nicht stimmen, weil der Bundeswahlausschuss ja durch die Parteien bestimmt sind. Also im Prinzip schon ein Unterstellungsverhältnis dadurch besteht, dass er eben die Parteien ihn dann nicht mehr aufstellen, wenn er irgendeine Entscheidung trifft, die den etablierten Parteien zuwiderläuft. Wir haben also eine implizite Befangenheit, die verfassungsrechtlich außerordentlich bedenklich ist. Es gibt zudem keine gesetzliche Regelung, wonach zum Beispiel die Gemeinden verpflichtet wären, die Einträge im Melderegister zu kontrollieren. Ja? Also falsche Einträge haben sich also über die Jahre aufsummiert. Wir haben also Stichproben gemacht, wir haben 100 Leute losgeschickt, ihre deutsche Staatsangehörigkeit bestätigen zu lassen. Und von den 100 Versuchen haben es nur 8 Leute geschafft, eine einigermaßen formgerechte und saubere Bestätigung der deutschen Staatsangehörigkeit zu bekommen. Und 92 Personen, denen wurde das abgelehnt. Wir haben also eine Fehlerquote von 92% im Melderegister. Und diesen Missstand haben wir dem Bundeswahlleiter angezeigt. Und er hat es nicht für nötig gehalten, die Wahlen anzuhalten und erstmal das Melderegister in Ordnung zu bringen. Er hat einfach weitergemacht. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass
dass die Wahlen in der Bundesrepublik seit dem Erkennen des Fehlers korrekt waren. Weder die Landtagswahlen, noch die Ortschaftsratswahlen, noch die Kreistagswahlen, alles ist auf Grundlage eines falschen Melderegisters zustande gekommen, weil die Melderegister eben gerade nicht den Nachweis erbringen, dass diejenigen wahlberechtigt und wählbar sind. So, und unter solchen Missständen kann es niemals zu einer ordnungsgemäßen Wahl gekommen sein. Und der Fehler ist aber nicht erst seit gestern, sondern da ist eigentlich seit 1955, seit der ersten Bundestagswahl besteht er schon. Weil schon damals kein ordnungsgemäßer Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit geführt worden ist. Und es auch damals keine ordnungsgemäße Aufstellung und direkte Wahl gegeben hat, sondern es kamen sofort Listen ins Spiel und dadurch war also keine gemäß Grundgesetz direkte Wahl möglich. Und da gibt es auch da keine Diskussion an dem Punkt, weil die Liste nicht dazu führt, dass wirklich der Volkswille umgesetzt wird. Und es garantiert Artikel 20 im Grundgesetz, wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung aushebelt. Und das passiert zum Beispiel, wenn man die Staatsangehörigkeit manipuliert, dann hat jeder das Recht zum Widerstand. Der Landtag in Thüringen hat zum Beispiel festgelegt, dass der Bundesvorstand angeblich keine Wahlanfechtung seiner Partei machen dürfe. Das Thüringer Landeswahlgesetz sieht aber so eine entsprechende Regelung gar nicht vor. Und vor allen Dingen hat es überhaupt kein ordnungsgemäßes Inkrafttreten im Gesetz, weil nämlich der Paragraph das Inkrafttreten des Thüringer Landeswahlgesetzes zum Beispiel leer ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon mal festgelegt, wenn der Geltungsbereich und das Inkrafttreten im Gesetz nicht klar geregelt ist, ist das Gesetz ungültig. Und da kann zum Beispiel nicht sein, dass der sechste Landtag, also der neue Landtag, über seine eigenen Mandate bestimmen darf. Die haben also vor Ablauf der Wahlanfechtungsfrist eine konstituierende Sitzung gemacht. Und als wir dort waren und wollten zum Beispiel die Unterlagen für die Wahlkreisgrenzen und die angeblich abgelehnten Unterstützungsunterschriften sehen, wurde uns das verweigert. Und man hat uns gesagt, dass der Vorsitzende der Wahlkommission, dass der Name geheim wäre und hat uns also wieder weggeschickt. Es kann also gar nicht sein, wenn ein Landtag als Wahlprüfungsinstanz eingesetzt wird, dann muss der Name desjenigen ja auch verfügbar sein. Und da muss man denen auch Fragen stellen können. Und da hat auch in einer angemessenen Zeit zu antworten. Das ist alles nicht erfüllt. Man hebelt also hier die Demokratie aus und versucht, das Volk an der Nase herumzuführen. Anders kann es nicht sein. Und besonders betrüblich ist es zum Beispiel dann, wenn die AfD, die sich also anschickt, die Interessen des Volkes zu vertreten, genau in dem Moment genauso gegen die Rechte des Volkes vorgeht und sich überhaupt nicht darum schert, dass die deutsche Staatsangehörigkeit nicht bestätigt werden kann. Es besteht keine Möglichkeit, mit dem Reisepass, mit dem Personalausweis und auch mit dem sogenannten gelben Schein die deutsche Staatsangehörigkeit zu bestätigen. Der gelbe Schein macht lediglich eine Rechtsstellung. Rechtsstellung ist ungefähr so, dass man genau in dem Moment, wenn man die Anfrage schickt, die Antwort zurückgeben, ja, derjenige ist Staatsangehöriger. Und da fragt man sich, was das für einen Sinn macht. Zum Beispiel haben wir bei einigen, die unzweifelhaft nach dem Rußtag Deutscher sind, die Bestätigung der deutschen Staatsangehörigkeit gerade nicht erhalten. Also die sind 1945 geboren, die fallen natürlich klar und eindeutig unter das Rußtag. Und die haben die deutsche Staatsangehörigkeit nicht bestätigen können, haben aber eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Und dann bekommen die einen Schein, wo draufsteht, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit nur am Wahltag hat. So, da sagt man sich, was ist denn davor und was ist denn danach? Es sieht also so aus, als ob man die deutsche Staatsangehörigkeit nur vor dem Moment zuerkannt bekommt, zwar nur vor dem Moment, wo man den Zettel dort reinwirft, oder bestenfalls mit Öffnung und Schließen des Wahllokals. Das erklärt natürlich auch, dass die Regelung besteht, dass zum Beispiel Wahlen nur an Sonntagen geöffnet sind und man also an dem Tag ja wohl keinen ordentlichen Ausweis beantragen könnte, weil dann müsste nämlich wirklich die Rechtsstellung auch im Ausweis wirksam sein, weil an dem Tag, wenn man dann fragt, deutscher Staatsangehöriger ist und am Tag davor nicht und am Tag danach auch nicht. Und damit scheint also der Wahlbetrug über die Staatsangehörigkeit wohl manifestiert. So, und genau das hatten wir dem Bundeswahlleiter in der Anfechtung der Staatsangehörigkeit auch in seinen Schriftsatz reingeschrieben. Und da hat er noch gesagt, dass er davon nichts wüsste und dass es keine Anhaltspunkte gäbe, dass es nicht in Ordnung ist und hält es in der Sitzung hoch. Und er hält es auch so hoch, dass an der Seite
diese Lesermorgen dort im Video eindeutig zu sehen sind. Also sie haben sich mit dem Thema befasst, haben auch in der Öffentlichkeit geleugnet, dass sie sich mit dem Problem auseinandergesetzt haben und dass sie das Problem erkannt haben. Und ich bin durchaus der Auffassung, dass man den Ernst der Lage durchaus wusste, aber man hat sich nicht eingestanden, dass man hätte das erstmal anhalten müssen, die Wahl, und hätte erstmal das Melderegister in Ordnung bringen müssen. Und das ist bis zum heutigen Tag nicht passiert. Wir haben ja jetzt 2015, da hat sich noch niemand ernsthaft damit befasst. Man muss also wissen, dass es die Bundesrepublik darauf anlegt, dass es den Euro zerlegt und dass andere europäische Staaten unter dem enormen wirtschaftlichen Schaden und auch unter der erheblichen Gefahr eines Bürgerkrieges, dass das überhaupt nicht interessiert und dass es auch durchaus auch zu schlimmen Opfern kommen kann, also Millionen von Toten kann also passieren, wenn also Bürgerkrieg eskaliert. Das scheint der Bundesregierung völlig egal zu sein. Ja. Natürlich werden die anderen Länder aufbegehren, wenn sie feststellen, dass in der Bundesrepublik gar kein ordentliches Wahlgesetz gegeben hat und dass man sich ständig gegen die eigenen gesetzlichen Regelungen aufstellt. Da fragt man sich, wie das sein kann, wo denn dann der Rechtsstaat ist. Wenn es niemanden gibt, der hier für Recht sorgt, wer soll es sonst machen? Da muss ja das Volk auf die Straße gehen. Da braucht man sich nicht wundern, warum Pegida und Legida da aufsteht und sagt, wir brauchen jetzt einen Rechtsstaat. Wir haben Regelungen für das Asylrecht. Warum werden die nicht eingehalten? Warum setzt man sich ständig drüber weg? Warum belügt man das Volk? Warum schreibt die Presse etwas anderes in die Zeitung, als tatsächlich vor Ort vorgefunden wurde? Wir haben ja bei fast allen Veranstaltungen mal so kurz mit der Kamera Schwenks gemacht und dokumentiert, wie war denn die Stimmung dort? Waren das dort alles wirklich gewaltbereite Leute? Das sieht man nicht. Ne? Das sind ganz normale Mittelständler, sagt man mal, Handwerker, ganz normales Volk, was einfach nicht mehr mitmachen will. Das ist das, was wir wahrnehmen. Und da kann man nicht in den Medien ein völlig anderes Bild zeichnen. Es würde angeblich das öffentliche Ansehen der Bundesrepublik schaden. Das öffentliche Ansehen der Bundesrepublik ist ja durch die Wahlkommission beschädigt worden und nicht durch diejenigen, die sich dagegen aufgestellt haben und gesagt haben, das, was ihr macht, ist nicht rechtens. Das sind ja eigentlich die Leute, die hier für Ordnung sorgen wollen. Ja, da hat man also die Wahrheit regelrecht, ja, verfälscht. Also als Krieg wird Frieden und als Frieden wird Krieg. Und man hat also die Symbolwelt total auf den Kopf gestellt. So, ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause, damit das Video nicht zu lang wird. Und den Rest der Europawahl machen wir dann im sechsten Teil.